Oh, einmal geschlossen, einmal nicht geschlossen, was soll's. So. Ja, man kann so aufbauen, man kann es auch so aufbauen. Ja, genau. Alles Absicht. Der Aufbau ist Absicht, um euch das zu demonstrieren. Der große Strom. Warum habe ich eigentlich einen Strom? Der großen Strommast. Die Distanz ist hier gerade egal. Ich brauche den mittleren hier. Wegen der Fläche. So, einmal. Warum ist das jetzt schief? Das ist doch nicht schön. Egal, so, zack. Na, ja, ist nicht wahr, gell? Ein jetzt hier hin. Ein hier hin. Nee, warte mal, ich kann auch so machen. Genau, zack. So, ihr arbeitet jetzt bitte. Ich will hier Petroleum sehen. Und zwar massig. Das wird direkt wieder abgeführt, sobald es hergestellt wird. Unglaublich. Das ist doch Wahnsinn. Was? Du kriegst so wenig Strom? Hör auf. Ernsthaft? Bin ich schon wieder so weit? Jetzt schon wieder mit dem bisschen herstellen? Der Energieverbrauch. Energieerzeugung ist grün. Energieverbrauch ist aber gelb. Wieso ist aber das jetzt gelb, als es umgekehrt war? Mann. Ich stelle 6,1 her. Der bräuchte aber viel mehr. Der Verbrauch müsste höher sein. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe schon wieder zu wenig Strom. Deswegen arbeitet das Ding nicht. Ach Gott im Himmel, nee. Du glaubst es ja nicht. Du glaubst es einfach nicht. Das ist zu wenig Strom. Oh, alles klar. Das ist ja nix. Das ist ja nix. Mein lieber Mann. So, dann kommen wir zurück zum Plan B. Also beziehungsweise zu einem weiteren Misserfolg hier. Also, eine weitere Schiene aufbauen. Wunderbar. Na wunderbar. Man kann einfach nicht genug Strom haben. Ich glaube, ich könnte jetzt fast die Solarmodule wieder aufbauen. Oder? Nee, nee. Nee, nee, wir machen oldschool. Alles cool. So, einmal Pumpe binnen. Warte, warte, warte. Jetzt kommen im Endeffekt. Ah, warte mal, da brauche ich noch mehr Dampfmaschinen. Jetzt kriege ich 4 Stück hin. Ha! Jetzt klappt's. Und zwar. Warte mal. Ich hätte es gern hier. Ja. So, Dampfmaschine Nummer 1. Zack. 2. 3. 4. Eine Förderpumpe bitte. Hierher, zack. Und dann hier. Hallo. 4. Ich hoffe, das langt. Warte mal, im Notfall kann ich glaube ich hier einen wegnehmen, weil es zu viel ist, ne? Ja, die arbeiten nämlich hier kaum. Da ist eine zu viel, definitiv. Das werden wir jetzt gleich mal sehen. 5 mit 4 oder 5 mit 3? Ah. Ich will das mal wissen. Oh, oh, halt. Fehler. Muss ich hier durchlaufen? Ja, da habe ich ja eh schon denselben Fehler gemacht. Also, das ist eigentlich egal. Brutal. So, ein Splitter und dann. Kann ich hier nochmal eins ranbauen? Jawohl, wunderbar. Im Notfall. Im Notfall wahrscheinlich. Sehr, sehr wahrscheinlich. Sogar. Zack. Verbraucht ja direkt Strom, obwohl es Strom herstellen soll, ja. Eine sehr heikle Sache, wo ist er denn? Da ist er. Zack, Dankeschön. Kohle haben wir ja genug. Gut. Ich brauche mal kurz einen Schluck, während ich das aufbaue. So, ist am Arbeiten. Jetzt hätte ich gerne eine gescheite, konstante Stromversorgung. Ja, genau so muss es sein. Also, und so war es ja vorhin beim Solarstrom auch. Dann war es richtig, war es gut. Nur was doof. Wie willst du denn sagen, ey? Pass auf, hier kommen 100 Grad an. Jawohl, hier sind 100 Grad. Ja. Alles cool. Also es funktioniert 5 auf 4.
Gut, dann habe ich da wirklich ein zu viel, zu wenig, okay. Hochöfen, da fehlt mir wieder Stein. Und Stein hatte ich nochmal irgendwo oder so. Oh, wird es langsam knapp mit der Kohle? Nee, das war jetzt nur am Anfang, weil es mal kurz nachgerutscht ist, ja. Gute Erklärung, Crispy. Stein, langt doch das. Dann einmal 5 herstellen nochmal. Dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Damit wir jetzt wirklich Ruhe haben in Zukunft. Und dann kann ich eventuell später nochmal das mit dem Solarstrom dazuhauen. Ja, aber so ist jetzt momentan erstmal ausreichend. Ja, Gott sei Dank. Aber Kohle wird schon gut verbraucht hier. Kommen Sie noch hinterher? Ja, die Splitter greifen halt jeweils immer links ab, deswegen ist die eine Lane nicht ganz aus. Aber es langt noch. Die Frage ist, wenn ich jetzt nochmal eins baue, langt es dann auch noch? Wenn nicht, muss ich halt nochmal... wie sieht denn eigentlich aus hier? Nö, ist alles cool. Wenn nicht, muss ich hier halt nochmal 2 Teile herbauen. Das macht ja nichts. Ja, aber da kommen wir schon Richtung... Ne, also... Jetzt schon kritisch fast. So, wie gesagt, wir bauen den Aufbau jetzt nochmal. Wir wissen, wir können das sogar ein Stückchen versetzt bauen und es langt trotzdem. Jetzt habe ich 5 gebaut. 1, 2, 3, 4. Dann bitte die Boiler. 1, 2, 3, 4, 5. Dann bitte nochmal Wasserpumpe. Dahin, dann bitte die Rohre. Dahin und dann bitte die Ärmchen nochmal 5 Stück bauen, bitte. Dann habe ich erstmal stromtechnisch meine Ruhe. Definitiv. So, und bitte einmal da reinfüllen, da mal reinfüllen, da rein, da rein, da rein. Dann kriegt ihr noch Strom von mir. Dann ist doch alles wunderbar. Zack. Zack. Na, zack. Was ist denn? Was ist da los? Ja, weil du so ein Riesenmast bist. Du bist schuld. Okay, würde ich sagen, Strom läuft. 99. 99. 100. Dankeschön. Danke fürs Gespräch. Je nachdem, wie der Wind jetzt fällt, wird hier alles benebelt. Was soll's. Jo, alles klar. Und Kohle langt auch, ja. Es staut sich. Das ist cool. Na endlich, jetzt haben wir den Strom endlich mal gelöst. Also wir wissen jetzt, was haben wir gelernt heute. Bis zu diesem Punkt. Dieser Balken muss immer unter diesem liegen. Komischerweise. Das ist das, was ich nicht kapiert. Ja, also für mich klingt das so, entweder ist es falsch übersetzt oder es ist einfach nur dumm. Ich weiß es nicht. Ja, hier steht Energieerzeugung. Wie viel Energie erzeuge ich? Ich erzeuge nur 6,9, 7, was auch immer, ja? So viel. Und wie ist mein Verbrauch? Der ist so hoch, aber im Endeffekt ist es daran ja gemessen, ne? Ich brauche so und so viel Strom, 6,5, und das haben wir. Wir könnten sogar mehr Strom haben als das. Ist das das, was es im Endeffekt aussagt, ne? Also habe ich das einfach nur falsch gelesen. Es ist, wie gesagt, mich hat das so gestört, meine Erzeugung ist hier nur... Aber es ist absolut richtig. Und auch mit den Schwankungen, das ist ja so, dass manche Ärmchen manchmal nicht arbeiten, ja, je nachdem wie... Ach, apropos, wir können mal Forschung betreiben. Guck mal, wir sind so voll hier überall. Wenn ich jetzt anfange mit Forschung betreiben, kann das mit dem Strom gleich wieder anders aussehen. Warte mal. So, Robotertransportmenge, Geschwindigkeit, Spielerlogistik, mit der erlebten Spielergegenstände vom Logistik auszufordern. Diese Gegenstände werden mittels. Das ist doch geil. Das machen wir auch mal. Wenn wir das eh aufbauen demnächst mit den Robotern. Jo, dann passt das auch. So, Batterien werden jetzt hoffentlich hier ordentlich zugefügt. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken da oben, ob das alles richtig läuft. Das will ich jetzt wissen. Also hier kommt Petroleum an. Und jetzt mal wieder in regelmäßigem Abstand, ja. Und hier kommt auch Petroleum an, ja. Ja, das füllt sich sogar langsam, das Rohr. Dann ist ja gut, ey, da bin ich aber beruhigt jetzt.
Gott sei Dank. Es gibt übrigens eine Taste, mit der man alles anzeigen lassen kann. Das habe ich auch in den Videos gesehen. Welche ist das denn? Ist das Inventar? Halben Stack. Nee, nee, müsste Spiel sein, theoretisch, ja. Also, Gegenstände aufheben, auf Gegner schießen. Spielmenü? Nee. Produktionsstatistik, P. Merkt ihr mal P, das kann sein. Erweiterte Information Alt. Mach mal P, Produktionsstatistik. Nee. Ach, das ist. Ach ja, das ist ja geil. Ja, auch eine schöne Sache hier. Nee, das ist aber nicht. Planungs- und Strom. Lift, nee. Erweiterte Information Alt. Probier mal Alt. Ah, da ist es. Hier kriegt man dauerhaft angezeigt, wo ist was. Das finde ich voll geil. Ja, hier siehst du, hier sind Steine drin, da sind verschiedene Sachen drin, auch Schrott. Genau. Jo, feine Sache das. Da war ursprünglich mal Rohstein drin, was hier Ziegel hergestellt hat. Genau. Chemiefabrik? Wieso habe ich die übrig? Achso, da könnte ich noch was herstellen. Ja, hier sammelt sich es Gott sei Dank nur langsam. Im Prinzip nochmal zwei, vier Stück dranhängen, damit sich das ordentlich sammelt. Aber im Moment ist ja der Fluss alles okay. Und die Batterie erzeugen ist wunderbar. Kommt hier jetzt eigentlich auch genug Petroleum? Wahrscheinlich ist das jetzt ein Overkill. Aber lieber ein Overkill als gar kein Kill, ne? Also. Läuft jetzt wieder. Kann auch sein, dass hier wieder, wie gesagt, zu wenig Energie war. Alles sehr, sehr komisch. Okay. Machen wir uns die Arbeit jetzt langsam. Oh, die Aufnahme ist schon fast wieder zu Ende. Hänge ich direkt noch eine dran. Es ist 1 Uhr. Schauen wir mal. Oder ich mache jetzt einfach zwei Aufnahmen. Also schauen wir mal. Ich will das jetzt ein bisschen mit den Robotern mal ausprobieren. So, wir haben die Logistikroboter. Um die herzustellen, brauchte ich die Motorenbestandteile, die roten. Das wollte man ja auch noch alles automatisieren. Bin ich da schon irgendwo? Ne, ich habe die Verbrennungsmotoren. Ah ja, hier. Wo? Ah, hier. Gott, 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 Gott. Läuft ja schon alles wunderbar. Haben wir da schon alles gehabt? Und? Ja, das hat jetzt halt. War cool, dass wir das gemacht haben. Jetzt haben wir die Teile hier, ne? So, und jetzt baust du mir mal bitte. Roboter. Wo sind sie denn? Bau mir mal Roboter. Ja, Logistikroboter. Brauchst du das Gestell und nochmal rote Dinger hier? Das heißt. Jetzt wird's kritisch. Die roten kriege ich nicht, bis die hier unten durchgeführt, ne? Das ist ja der Überschwung hier. Ich glaube, ich könnte sogar schon fast jetzt damit anfangen, mit den Robotern zu arbeiten in der Richtung. Die roten Schaltkreise in eine Kiste packen. Das muss ich aber jetzt echt trotzdem noch ausprobieren, ja. Pass auf. Du packst jetzt mal die roten Schaltkreise in eine Kiste. Machst du eine schöne, große, fette Stahlkiste. Machst einen schönen, schnellen. Da ist er. Genau. Okay, passt. Ach nee, Quatsch. Da muss ich ja mit den richtigen Kisten jetzt arbeiten, ne? Jetzt muss ich mal kurz schauen. Aktive Anwesenheit. Stellt seinem Inhalt Lagerkisten nachvergessen. Stellt seinen Inhalt den Baurobotern nicht den. Ah. Stellt dann in der Nachfragekisten. Spielen. Nee, will ich nicht. Fordert Gegenstände vom Logistiksystem an. Langzeitlager für das Logistiksystem. Wo packe ich jetzt erstmal die Rohmaterialien hin? Die Kiste fordert Gegenstände vom System an. Das will ich nicht. Ich glaube, ich muss die Lagerkiste erstmal machen. Stellt seinen Inhalt den Nachfragekisten. Hä? Wo sind die?
stellt seinen Inhalt Nachfragekisten, Bauroboter und dem Spieler zur Verfügung. Fordert Gegenstand vom Logistiksystem an. Stellt seinen Inhalt Lagerkisten, Nachfrage, Bauroboter und dem Spieler. Was ist denn da der Unterschied? Lager, Nachfrage, Bauroboter. Lager, da fehlt die Lagerkiste. Stellt seinen Inhalt Lagerkisten, Nachfragekisten. Das muss ich echt mal ausprobieren. Pass auf. Stell erstmal die Roboter her. Ich kann ja nicht das Ding aufbauen, wenn ich Roboter nicht habe. Aber ich könnte erstmal selber welche herstellen. Das wäre die Idee. Also, Logistikroboter, Flugrobotergestell. Jo. Mach mal. Was brauche ich da dazu? Ne, passt alles. Machen wir 5. Okay, läuft. Gut. Ich will jetzt erstmal die Logistikroboter. Die Bauroboter sind dann später interessant, wenn ich mal irgendwelche riesen Dinge aufbauen will. So, machen wir. Jetzt holen wir mal das unten ab. Das können wir sogar noch mehr. Komm, mach alle. Mach sie alle. Und dann brauchen wir auch die ewig gesuchten. Ah, es ist so lächerlich. Die ewig gesuchten Roboter-Reparaturteile. So, du hast da 16 drin. Die müsstest du jetzt kriegen. Genau. Jetzt habe ich 103 Logistikroboter. Ich probiere es hier direkt aus. Ja, ich mache das jetzt nicht mit der Prärie. Ich probiere es jetzt mitten hier aus. Da bin ich jetzt echt sehr gespannt. Das, oh, nee, das mache ich jetzt noch. Da habe ich jetzt gerade voll Bock drauf. Das macht so Spaß. So, übrigens, ihr seht einen orangenen Kreis. Im orangenen Kreis, also in dem orangenen Rechteck, da müssen sich dann weitere Fabriken, hier so Roboterfabriken, befinden, damit die miteinander verbunden werden. Und das Grüne zeigt an, wie weit die Range von den Robotern ist. Ja? Okay, habt ihr kapiert? Natürlich. Ich gehe jetzt davon aus. Ist mir jetzt egal. Ist easy, wie gesagt. Also, wenn ich jetzt praktisch hier noch so ein Roboter-Hangar, ratzfatz, ach wie süß, haben die Namen. Ach ja, stimmt, da gab es eine Aktion von Factorio. Wenn du eine bessere Version von Factorio gekauft hast, dann kriegen gewisse Gebäude den Namen von dem Typen. Das ist eine geile Sache. Erlaubt dem Spieler Gegner, um den Gegner anzufahren. Diese Gegner werden mittels Rückgüssen zu ihrem Transport. Was? Habe ich doch gerade gemacht. Ach so, gibt's noch mehr. Nochmal 5. Jo, mach mal. Mach einfach mal. So, also, wo war ich stehen geblieben? Baue ich jetzt, wie gesagt, in diesem orangenen Kreis noch einen Hangar. Dann werden die miteinander verbunden. Das wäre jetzt für den Fall, dass ich mal noch ein weiteres Netzwerk anbauen will für andere Systeme oder so. Und das ist jetzt aber nur ein Netzwerk. Wir arbeiten jetzt nur mal mit einem Netzwerk. Okay, jetzt kommen hier erstmal die Roboter rein. Zack. Zack, ist das alles? Ne, da ist noch mehr, ich wollte gerade sagen. Also die habe ich ja mindestens. Wir bauen noch mehr, aber wir brauchen nämlich viel mehr. Das soll nämlich alles ruckizucki gehen. So, warte mal. Brauche ich schon? 136 kann ich direkt bauen. Erweiterte, warte mal, die roten habe ich noch. Bau mal, ja. Bis die roten alle weg sind. Da können wir noch einen. Das passt. So, die baust du bitte noch. Dann baust du bitte die Reparaturkits. Was brauchst du? Ein Eisenzahnrad, ein elektronischer Schaltkreis. Da fehlen mir die Räder. Die Zahnräder. Die sind hier drin. Das ist ja wunderbar. Dann können wir das mal kurz abbrechen hier. Jetzt können wir so richtig bauen. Für mich die Grünen. Deswegen, echt, man muss alles automatisieren. Und das wird mir gleich abgenommen durch die Roboter. Da muss ich nicht irgendwelche Boxen ewig suchen, dann werden die Boxen einfach verbessert. Und dann bringen mir die Logistikroboter die Sachen, die ich brauche. Genau. So, irgendwie. So, die 5 soll er jetzt auch noch so machen. Okay, das ist in Ordnung. Dann haben wir hier die Roboter. Haben wir noch welche? Nein, das soll auch mal lang. Gottes Willen, das ist ja Wahnsinn. Da aufkommen. Ja, das ist komm. Das ist ja unglaublich. Wir passen da rein. Auch 50 oder was? Brauchen die so viel Reparaturkits? Ich verteile jetzt einfach nur, was ich da gerade herstelle. Brutal.
Machen wir hier jeweils 5 oder so. Weißt du, gehen die dann kaputt oder was? Hab ich schon gar nicht gesehen. So, würde ich sagen, ist gut. Kann man irgendwie verteilen mit einem Klick oder so automatisch? Nö. So, jetzt. Die Roboter sind da. Das ist okay. Ich habe jetzt ein neues Fenster. Bis das erforscht ist, dann kriege ich nochmal 5 Plätze dazu. Da kann ich dann sagen, hier, bring mir mal das und das. Genau. Jo. Jetzt ist die Frage. Ich will jetzt zum Beispiel, dass die Roboter diese roten Schaltkreise, die Anbieterkiste ist im Prinzip, jetzt will ich herstellen. Achtung, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich will jetzt so Gizik-Roboter zum Beispiel herstellen. Da brauche ich diese roten Schaltkreise und die Flugrobotergestelle. Dann machen wir jetzt mal erst eine ganz normale Maschine. Ja, also wir haben sogar hier eine stehen. Machen wir jetzt, zack, machen wir mal. So, dann hauen wir automatisch. Jetzt, was für eine Box muss da jetzt hin? Und welche Box muss da jetzt hin? Das müssen wir jetzt ausprobieren. Zum einen machen wir jetzt mal einen ganz normalen Arm, damit es überhaupt mal mit den Dingen funktioniert. Mit den Gestellen, zack. So, dir sage ich schon mal, du kannst herstellen die Logistikroboter. Zack, und da brauchst du jetzt die roten Stromkreise. Und jetzt kommt in eine Box die roten Stromkreise. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, welche. Warte. Aktivanbieter, Passivanbieter. Stellt seinen Inhalt Lagerkisten, Nahrungskisten, Baurobotern und dem Spieler. Den Baurobotern, den will ich aber nicht. Ich will den Logistikrobotern. Fordert Gegenstände vom System an. Langzeitlager für das Logistik. Das müsste sein. Das ist dieses Zwischenlager im Prinzip. Ups. Ne, war richtig. Bitte mal einen mittleren großen Strommast hier reinhauen. Dankeschön. So, jetzt kommt das große Ding. Fordert Gegenstände an. So, dir sage ich jetzt, du sollst die roten Schaltkreise holen. Bis maximal 100 Stück. Die müsste er dann hier rausholen, die Roboter. Und jetzt kommt das große. Erwachen. Da habe ich keinen einzelnen Mittel. Oh, daran hängt es jetzt, ist klar. So, wollen wir oder wollen wir? Da müssten jetzt die Roboter praktisch die roten Schaltkreise hinten rausholen und hier in die Kiste reinpacken. Zack. Was ist denn?